Und wo Glocken sind, macht Glocken an, um keinen Content zu verpassen, weil ist guter Content. Ihr verpasst viel, wenn ihr den verpasst. Willkommen zu einer neuen Runde Bed Wars. Heute mal absolut wilde Map mit so vielen Mitspielern, wie ich glaube ich noch nie in der Runde hatte. Und ich laufe runter. Es fängt gut an. Und der Typ ist fast schon in der Mitte. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute soll es nämlich mal um meine Lehrer gehen. Komm, bitte fall runter. Er baut sich Full Sneak, ach du Scheiße. Den muss ich bekommen. Für die, die meine Videos kennen, sollte es kein Geheimnis sein, dass ich sehr viele meiner Lehrer unsympathisch finde. Und das ist auch bei sehr vielen meiner Lehrer was Persönliches ist. In erster Linie, weil viele von denen einfach inkompetent sind. Manche Leute sagen immer, dass es ja auch an mir liegen könnte, aber das ist eine fucking Lüge. Habe ich jetzt gerade einfach so festgelegt. Das ist eine fucking Lüge, Ende der Diskussion. Es ist anscheinend so, dass man auch noch in der Oberstufe Ende oder am ziemlichen Ende seiner Schulzeit mal was Neues lernt. Ich meine es gar nicht im Sinne von irgendwie inhaltlich Schule und what the fuck ist der Typ lost, sondern ich meine vielmehr im Sinne von holy fuck, was denkt er sich, wer der ist? Das Beispiel heute von könntest du dich vielleicht bitte noch ein bisschen wichtiger nehmen, ist ja einer meiner Lehrer. Mein Informatiklehrer, genau gesagt. Ein sehr sympathischer Typ. Vor allen Dingen Typ, bei dem ich irgendwie das Gefühl habe, dass er keine Chance auslässt, mir zu zeigen, dass er mich nicht mag. Sein gutes Recht, mich nicht zu mögen. Dann ist es aber auch mein gutes Recht, ein Video über ihn zu machen. Tja, und wie mein gutes Recht jetzt vorsieht, wurde ich von dem Typen gekillt. Auf jeden Fall war ich mal krank. Passiert manchmal manchen Leuten. Weißt, es ist sehr schwer zu glauben, dass es Leute gibt, die krank werden. Aber derartige Phänomene gibt es halt leider manchmal. Und normalerweise gibt es viele Lehrer, die immer darauf beharren, dass wenn du krank warst, du trotzdem die Hausaufgaben machen musst, weil du kannst dich ja über WhatsApp informieren, was auf war. Aber dieser zutiefst sympathische Typ hat das aufs nächste Level gebracht. Nämlich, der hat nicht gesagt, yo, hast du die Hausaufgaben für diese Stunde? Sondern der hat auch noch obendrein ist er angekommen. Hast du die Hausaufgaben zu letzter Stunde, bei der du krank warst, gemacht? Da fing es dann schon an, wo ich mir so dachte, Digga, holy fuck. Vor allen Dingen bekommen wir so in Informatik ungefähr einmal alle 430 Jahre in etwa was auf. Grobe Schätzung, kann abweichen. Kann auch sein, dass es mal 429 sind. Und ich komme dann eigentlich gar nicht mal auf die Idee zu sagen, wenn ich krank bin, jo, Digga, hat mir was in Info auf. Tja, und wie der Zufall so wollte, hatte ich es natürlich nicht gemacht, weil, holy fuck, als ob ich das könnte. Also erstmal ohne Witz, es gibt, glaube ich, vielleicht ein, zwei inkompetentere Leute im Kurs als mich. Das ist ein Kurs über Video-Editing, da wäre ich gut dabei, aber, Bruder. Zeichnen im Moment Diagramme. Naja, aber auf jeden Fall, wie der Zufall des Zufalls so wollte, war mein Lehrer dann erstmal ein bisschen beleidigt. Der Typ nimmt alles, was ihm irgendwie nicht passt, super persönlich. Was auch der Grund ist, warum ich jetzt ein Video machen darf. Weil wenn er das was persönlich macht, dann kriege ich das genauso gut hin. Lol, hat mich jemand warnen können, dass da jemand in der Mitte ist? Was ist deine Mission? Fuck it. Pisch dich, Alter. Naja, wie die fortlaufenden Zufälle so wollten, hat er mich auf jeden Fall ja gefragt, ob ich das von der letzten Stunde gemacht hatte. Und by the way, ich weiß, dass meine Geschichtserzählung sehr toll ist, weil ich auch nicht irgendwie was erzähle, irgendwas anderes erzähle und dann wieder zum ursprünglichen Thema zurückkomme. Ach, das denkst du dir auch so. Ich will jetzt weiter erzählen in der Geschichte, bevor ich hier noch zu weit abschweife, was ich sowieso schon getan habe, aber bevor ich das noch weiter zu weit tue. Okay. Kann mir jemand eine Packung Bäume irgendwie so vorbeischicken? Ja, endlich. Perfekt, der verreckt erstmal noch. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, Jonik, hast du Seite 77 Aufgabe 2 bis 5 gemacht? Ich so, nö. Dann erstmal ein paar Sekunden schweigen. Daraufhin er, hast du sie gemacht, ja oder nein? Und ich habe mir so, Digga, das ändert diese 5 Sekunden, in der du jetzt nochmal gefragt hast. Das hat bestimmt was geändert, Digga. Also jetzt mal ernsthaft, ich saß neben dem. Also er stand, ich saß neben ihm. Das war kein Meter. Apropos Mindestabstand, ne? Hast du sie gemacht? Nee. Ja oder nein? Digga, das hat diese 2 Sekunden, die haben jetzt bestimmt irgendwas dran geändert, ob ich sie gemacht habe. Oh, nee, ey. Eine Picke hätte ich mir noch mitnehmen können. Huch. Nee, aber wirklich, also ich frage mich wirklich irgendwie, ob der kleben geblieben ist oder so. Hast du sie gemacht? Nein. Hast du sie gemacht? Diese 2 Sekunden. Ich habe die bestimmt in den 2 Sekunden gemacht. Das ist das 500 IQ da. Gibt es bestimmt Leute, die meinen, das wäre ungerechtfertigt, dass ich so tilt auf den Typen bin? Und die Leute, die der Meinung sind, dass es ungerechtfertigt sei, lasst euch gesagt sein, dass eure Meinung mich nicht interessiert. Okay, wir machen das jetzt auf die feine englische Art und Weise. Ach komm, pushe ich den Typen jetzt einfach mal um. Moin, Meister. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Das macht mir jetzt. Okay.
Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr genau mit dem Typen in der Runde related habt, der fast nicht tilt und fast nicht mad war. Ob ihr so ein bisschen mit meiner freundschaftlich positiven Einstellung zu meinem Lehrer relaten könnt. Und ob ihr schon mal innerhalb von 15 Sekunden die Hausaufgaben dann plötzlich doch gehabt habt. Würde mich auch mal interessieren, to be honest. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, um keinen Stuff mehr zu verpassen. Teilt den Stuff, wenn ihr mir eine Freude machen wollt. Würde mich supporten. Folgt mir auf meinem Twitch, Insta und Twitter. Das ist allesamt unten in der Beschreibung verlinkt. Und wo Glocken sind, macht Glocken an, um keinen Content zu verpassen. Weil ist guter Content. Ihr verpasst viel, wenn ihr den verpasst. Dann bis dahin. Ciao. Wollte sie darauf hinweisen, dass sie besser meinem Twitch folgen, wenn ihnen was an ihrem Leben liegt. Und denkt immer dran, das passiert, wenn man mir nicht auf Twitch folgt.